und Herren, jetzt geht es gleich Schlag auf Schlag. Auf unserer Backbordseite, Fahrtrichtung links, sehen wir San Giorgio Maggiore, liegt fast gegenüber vom Markusplatz, keine Insel. Die gleichnamige Kirche des Benediktinerklosters wurde 1565 begonnen zu bauen und 1610 vollendet. Einer der Blickfänge von Venedig ist der 60 Meter hohe Campanile auf der linken Seite von San Giorgio Maggiore. Die kleine Kirche, die wir gleich auf der rechten Seite passieren werden, im Stadtviertel Castello, ist La Pietà. Und hier arbeitete der venezianische Meister der Barockmusik, Antonio Vivaldi, als Chorleiter für ein Waisenhaus und ein Konservatorium von 1703 bis 1741. Gut auf über einer Million Holzpfählen.
An der Landspitze begrüßt eine bronzene Glücksgöttin den Reisenden von der Burgspitze der ehemaligen Zollstation. Und hier an der Spitze dieser Halbinsel befindet sich auch die berühmte Peggy Guggenheim-Sammlung. Ach, das ist das Kreuzfahrtschiff. Und meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt oben auf dem Schiff stehen, können Sie die Stadt überragende Silhouette des neuen Kreuzfahrtschiffs sehen, der Carnival Magic. Soweit wir sie dann besser sehen können, wenn wir zum Hafen kommen, in wenigen Augenblicken, habe ich auch die technischen Daten für Sie. Sich die Haltestelle merken, von wo das Marmoretto dann wieder zurückkehrt.